Und damit heiße ich euch willkommen zurück beim Let's Play von Magic Duels. Beim letzten Mal haben wir bei der Kaldisch-Kampagne weitergespielt. Wir haben das zweite Match gegen Doven Bahn gewonnen. Beim dritten Match haben wir es mit unserem alten Freund Baral zu tun, gegen den wir leider unterlagen nach einem sehr spannenden Kampf. Deswegen werden wir den Baral gleich nochmal testen. Und dieses Mal hoffentlich fertig machen, weil wir haben nicht schlecht gekämpft, aber er hat sich halt hinter Bauern versteckt und hatte dann sehr starke Viecher und wir haben es lang gebraucht insgesamt. Aber wir werden mal gleich sehen, ob wir jetzt das schaffen. Der Party geht auch kürzer. Das heißt, wir wollen keine Zeit verlieren. Wir fangen an mit der Zunderwaldlichtung, mit den verwurzelten Felsen, den Langzahnjungen, das treffen wir am Ende des letzten Partes, dem Rauchbollen, dem Hammerfaust-Türbrecher, der ist ganz neu, jetzt zwei. Wir kriegen zwei Energiemarken und immer wenn er angreift, können wir eine Marke bezahlen. Dann kann eine Kreatur unserer Wahl nicht blocken. Den gebietstreuen Gierschlund und den gebändigten Blitz haben wir auch noch. Okay, dann legen wir mal los. Ich würde sagen, wir nehmen eins von den beiden, die kommen beide getappt ins Spiel. Deswegen ist es eigentlich egal. Wir hätten eh nichts für einen Mana. Während der beschissene Scheiß Mara gleich ein Monster bringen kann, die Schildkröte. Mit 0-3, die er im letzten Part auch schon gespielt hat. Geht es nicht schon super los hier? Haha. Ein Wald. Und dann hätte ich gerne ein Monster, nämlich das Langzahnjungs. Angreifen können wir aber nicht, wir haben keine Eile. Andererseits kann er auch nicht mit seiner Schildkröte anfangen. Das macht nämlich keinen Schaden. Als zweites kommt die Himmelsschwalbe, fliegen 2-1. Man kann nur fliegende Kreaturen blocken, die kennen wir auch aus einem früheren Match. Ja toll, schon was Fliegendes. Wir haben nichts Fliegendes. So, wir konnten leider nur ein getapptes Land spielen. Wir können jetzt den Rauchbold nehmen oder den Blitz, wie war denn das? Genau, wir kriegen 3 Marken, können 3 Marken bezahlen. Wir könnten damit natürlich seine Schildkröte loswerden. Oder auch seine Himmelsschwalbe. Mache ich mal. Gegen die Himmelsschwalbe haben wir auch noch eine Münze, eine Energiemarke übrig. Können wir die gleich benutzen? Nein, wir könnten nur 2 benutzen. Ja, angreifen bringt uns nichts, er könnte es locker abbauen. Aber dann ist er schon mal den Fliegenden los. Ich glaube, das war kein schlechter Start. Eifriges Konstrukt, das kennen wir auch vom letzten Part. Wir beide sehen, welche Karte wir als nächstes kriegen werden. 2-2. Als nächstes kriegen wir das Langzahnjunge. Das lege ich jetzt unters Deck. Wir haben schon eins, ich hätte lieber ein Land. Und die Stahl, die auch nicht angreifen kann. Auch die kennen wir schon vom letzten Mal. Kein Land gezogen, nur den Feuervogel. Okay, bereits die Schlucht. Und der Rauchwolf. Im Moment geht die nicht mehr. Durch den Rauchwolf haben wir wieder Marken. Wie war denn das hier mit den Marken? Dem war es ja nicht dauerhaft. Bei dem Langzahnjungen bleibt es, glaube ich, dauerhaft, deswegen bezahle ich das mal. Dann hat er 3-3. Damit könnten wir... Ach, wir können trotzdem nicht angreifen, weil er hat ja eine Mauer. Damit könnten wir zwar die Schildkröte legen, aber nicht die Mauer. Ich meine, wir haben den Feuervogel auf der Hand, der war im letzten Part sehr praktisch. Weil seine Mauer nicht geflogen sind. Okay, Weissagung, die hat er beim letzten Mal auch zweimal verwendet. Na, 2 Karten ziehen.
Was haben wir denn hier bekommen? Weiser von Shailas Areal. 2-1. Die kriegen 3 Energiemarken, wenn er ins Spiel kommt. Aber er ist der Feuervogel. Weil der Feuervogel fliegt und er hat nichts Fliegendes. Der greift ja automatisch an, das wissen wir. Dann kriegt der Baran auch das erste Mal Schaden. Ich hoffe, diesmal schaffen wir ihn. Ich bin mir nicht sicher. Im Moment sieht es nämlich eher nach einem Cut aus. Das können wir uns auf lange Zeit gegen nicht leisten, das wissen wir. Er konnte anscheinend nichts, also angriffen leider nicht. Aber er spielt die Windsteiger, fliegen 2-2. Ja gut, die ist gegen den Vogel kein Problem. Könnte ihn zwar abwehren, aber nicht vernichten. Wieder kein Land gezogen. Ätherresonanz, Hexerei. Damit können wir die Bibliothek einer Standardland besuchen. Uns auf den Vorzeiger und kriegen 2 Marken. Ja, das werden wir tun. Peter Kullas. Eine Aufblitzaura. Verzaubert ein Kreatur oder ein Fahrzeug. Wenn sie ins Spiel kommt, kriegt er 2 Marken und die Kreatur -4-0. Der Vogel, der ist tot. Unsere Karte geht aber trotzdem. Ich hätte gerne ein Gebirge. Das werden wir auch sofort spielen. Und dann hätte ich gerne den... ich glaube den Weißen, weil der bringt uns so schön viel Energiemarkt. Oder den Gierschlund wegen dem Trampelschaden. Nicht immer den Gierschlund. Der Vogel greift in jedem Zug an. Er hat jetzt nur noch einen Lebenspunkt. Und ich glaube, dann verstärke ich unser Langzahnjunges nochmal. Der hat im Moment 3 Marken. Dann hätten wir noch eine. Und er hat 4-4. Ja, weil es dauerhaft bleibt, deswegen. So, der Feuervogel greift an, der wird wahrscheinlich sterben. Den 4-4er greife ich auch mal an. Weil wir können ihm zumindest die Mauern zerstören, sollte er blocken. Er blockt mit der Mauer. Er blockt nicht unseren Vogel, das heißt, er nimmt einen Schaden und die Mauer ist weg. Ach nein, unser Vogel kann nicht angreifen. Musste aber angreifen wegen seinem Effekt. Ja, wegen der Verzauberung, das habe ich übersehen. Damit haben wir noch 18 Life Points, er 17. Ja, im Moment ist es ein Putt. Wir sollten dieses Putt aber bald in unsere Vorteil verwandeln. Eine weitere Schildkröte. Ansonsten wird es gefährlich. Wir wissen, der wird gefährlicher, je länger er spielen darf. So, einen zweiten Hammerfaust-Türbrecher. Da nehme ich jetzt noch mal einen. Hier 2 und wieder 3 Energiemarken. Unser Gierschlund hat 4-4 jetzt bis zu Ende des Zuges. Immer wenn eine Energiemarke ins Spiel kommt, dann nehme ich 2-2. Und jetzt Trampelschaden. Der Trampelschaden ist automatisch. Und wir könnten wieder unser Langzahnjunges aufbessern. Das bessere ich mal auf. Dann hat er 6-6. E5-5. Mit dem greifen wir an und mit unserem 4-4er greifen wir auch an. Ein bisschen mal diesen Magier hier auf Zack bringen. Er blockt bei seinen beiden Schildkröten. Die sind allerdings beide erledigt. Und er kriegt trotzdem einen Trampelschaden. Weil er konnte nur 3 Schaden negieren. Das heißt, er hat noch 6 Lebenspunkte. Und nur noch 2 Monster. Der Buff ist wieder weg. Er hat uns nicht angegriffen, obwohl er einen Fliegenden hat. Das war in meinen Augen nicht klug. Holt sich aber einen zweiten Fliegenden mit der Himmelsschweife. Wir können halt gegen Fliegenden nichts machen. Er wird wissen, weil unser Vogelkraft zwar anbringt, aber nichts. Oh, das Wachstum. Das war im letzten Zug, hat jetzt leider gekontert. War ein bisschen doof. Das nehme ich, glaube ich, wieder als Falle. Ja, das werde ich als Falle benutzen.
greifen mit dem Vogel auf jeden Fall an, wir greifen auf jeden Fall mit dem Langzahnjunges an und mit unserem Kampfschaden. Wer den Trampler blocken will, dann werde ich das Wachstum reinhauen. Die anderen beiden lasse ich mal zum Blocken. Er blockt, das war mir fast klar. Einmal hier unseren gebietstreuen Gierschlund verstärken. Ja, +4/+4 ist halt nicht ohne. Beim letzten Mal konnte er das kontern, aber dieses Mal nimmt er 4 Schaden. Der Vogel ist tot. Damit ist seine Verzauberung aber auch korrekt, finde ich nicht so schlimm. Und er hat Schaden bekommen, sehr viel Schaden. Einmal durch den Gierschlund und einmal durch unsere 5 Fünfer. Der hat noch 7 Lebenspunkte und wir können noch den Wald beschwören. Machen wir doch gleich. Wir haben unseren Fliegenden verloren, aber ganz ehrlich, damit ist seine dumme Verzauberung zumindest weg. Jetzt hat er 10-8, aber das verliert er gleich wieder. Wäre der noch einen Zug. Ja, sehr mächtig, der Gierschlund. Wir hatten ihn auch im letzten Duell. Aber nicht im, aber nur kurz. Jetzt kann er uns halt angreifen. Halte ich aber für eine Verzweiflungsangriff. Weil wirklich wehtun tut er uns nicht. Wir haben noch das Doppelte von seinen Lebenspunkten. Und er hat jetzt keine Deckung mehr. Okay, jetzt hat er wieder Deckung durch ein zweites Konstrukt. Allerdings eine sehr magere Deckung, die können bitte gut knacken. Aber die doch unnatürlich ist. Artefakt oder Verzauberung zerstören und Lebenspunkte zurückkriegen. Wohl nehme ich mir mal jetzt, weil das Konstrukt hier ist ein Artefakt. Dann können wir das nämlich vernichten. Verliert das Artefakt gleich wieder einen Wert, wir kriegen Lebenspunkte zurück. Und da er keine Deckung hat, können wir ihn mit allem angreifen. Und damit dürften wir eigentlich gewonnen haben. Er kann ja nichts blocken. Eine Crit kann nicht blocken. Ja, scheißegal. Wir nehmen jetzt hier einfach den Feder. Wir wollen es aber nicht bezahlen. Das ist völlig egal. Ja, das mit dem Trampelschaden bezahlen wir schon, obwohl wir es nicht bräuchten, aber ich will den Varal vernichten. Die Leute vom letzten Part wissen, ich hasse den Kerl. Wir haben auch ihn jetzt besiegt. So, tschüss Varal. Du kriegst jetzt richtig schön nochmal Schaden ab. Naja, minus 10 Lebenspunkte. Gewonnen, würde ich mal sagen. Ja, auch mal Varal. Ich hab's schon gesagt. Komm nie wieder. Ich hoffe, er hält sich dran. Weil nochmal will ich ihn nicht als Gegner haben. Und das dauert mir zu lange gerade. Wir haben auch erst 13 Minuten gespielt. Das heißt, wir haben noch knapp 10 Minuten an Zeit. Heißt, wir werden dann noch einen Part versuchen, wenn wir halt über ein Duell. Wenn wir halt überziehen, dann werden wir die nächste Folge ausfallen lassen. Ja, ich habe gerade eben neue Verbindungen hergestellt. So, Sieg. Weiter. Nachdem ihnen knapp die Flucht aus der Wahrheitsfalle gelingt, erfahren die Planeswalker, dass hier in Wahrheit auf der Erfindermesse gefangen gehalten wird. Doch Tezzeret denkt gar nicht daran, sie einzukerkern. Ja, das Konsulat wollen an sie ein Exempel statuieren. Und was könnte sich dafür besser eignen als ein Showdown bei der Schlussveranstaltung? Ja, wieder mal das Konsulat. Der letzte Party schon immer Ärger mit dem Konsulat. Hier sieht man schön warum. Weil die anscheinend nichts anderes zu tun haben, als Scheiße zu bauen. Die wollen also jetzt hier Pia killen. Ich kann doch ausrasten, wenn sie das machen. So, 40 Münzen-Duell. Und ich glaube, das geht gegen Tezzeret. Weil das sieht jetzt nach Tezzeret aus und das ist wahrscheinlich nach Tezzeret und Doran Bahn. Schauen wir mal, was wir gegen den machen können. Massen von Zuschauern strömen die Arena im Zentrum der Erfindermesse und fiebern gespannt dem spektakulären Finale entgegen. Der großen Ausstellung. Mit tiefen Töse krönen die Kreisrichter die besten Erfindungen. Alle Augen ruhen auf dem angesehenen oberen Kreisrichter Tezzeret. Ah, das wäre ja gut eingefädelt mit dem Kreisrichter.
Er als Gast vom Vlad verkündet, persönlich beim letzten Duell anzutreten. Die Zuschauer gröhlen geradezu ekstatisch, als die Gefangenenrenegatin Pianala in die Arena getrieben wird. Über das Gesicht des Medaillengewinners mag er frisch ein Lächeln, denn sein Plan sei aufzugeben. Also er möchte sie nicht nur killen, sondern er möchte sie auch ein bisschen lächerlich machen, indem er sie fertig macht, bevor er sie killt. Man merkt schon, ein lieblicher Mann hier. Pianala gegen Tezzeret. Oh nein, umgekehrt, wir spielen Tezzeret. Wir spielen also mal wieder böse, ist ja länger her. Was haben wir denn? Wir spielen Schwarz. Versunkene Katakomben, kommen getappt ins Spiel, falls wir nicht in den Sumpf kontrollieren. Okay, wir spielen Schwarz-Blau. Stahlmauer, Schmugglerboss, Lebensverknüpfung. 1-4 und immer wenn der Defakt kommt, können wir Hellsicht nicht anwenden. Dünnagenten 2-2. Kriegt bis 1 bis 9 Todesberührung, wir sollen den Artefakt haben. Plus 1 plus 0, 2 2 normal. Dann die Wirbelräuberin und die Beschwörerspinx fliegen 3-3. Wenn sie nicht kommt, können wir das Böschen einen Artefakt durchsuchen. Und so auf die Hand nehmen. Protezeret hat sehr gemeine Karten. Okay, wir fangen an mit dem Sumpf. Dann können wir nämlich gleich die Stahlmauer rufen. Kann ja nicht schaden, auch wenn es nicht angreifen kann. Böse haben wir schon länger nicht mehr gespielt. Ich glaube nicht mehr seit dem Dämon damals in der Rache gegen Nissa. Einmal Katakomben und dann ja die Dundagentin oder der Schmugglerboss. Dundagentin hat halt 2-2. Ja, wenn ich die Agentin. Würde ich sagen, wir können auch noch nicht angreifen. Aber wir haben ja Artefakt, deswegen ist sie gebracht und hat Todesberührung. Todesberührung ist ja immer ganz fein. Das wissen wir noch von Lilianas Kampagne. Über eine Insel. Und jetzt der Schmugglerboss. Das heißt, ab dem nächsten Zug ist Hellsicht und mit unserem Agentin greifen wir an. Pianala spielt rot. Ja, es ist Chansas Mutter. Natürlich spielt sie rot. Bisher hat sie noch nichts gespielt außer Länder und sie hat jetzt die ersten Schadenspunkte genommen. Mal sehen, ist ja ein 40-Münzen-Duell. Kann alles passieren. Das Land. Und erstes Monster, der Turmspitzen-Implikator. 3-2. Wenn der Arena getappt wird, tut er jedem Gegner einen Schaden zu. Aber nicht ohne die Karte. Okay, wir spielen einen weiteren Sumpf und wir haben den Schieber des Syndikats bekommen. 3-1. Wir können Artefakt opfern, dann kriegt er plus 1 plus 1 und Zerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Aber erst. Naja, doch nicht gleich. Ich dachte erst die Räuberin, aber die könnte auch im Laufen geben. Jetzt wollen wir den Effekt aber noch nicht nutzen. So, 3-2. Wir greifen mit unserer Agenten an, würde ich sagen, gegen der Todesführung. Weil wenn er blockt, dann sterben beide. Wir sind eh gleich stark. Ja, sein Viech ist mir ein bisschen... ist mir ein bisschen zu gefährlich. So, Pia, mal sehen, du hast im Moment keine Monster, auch kein Land, aber jetzt hat sie wieder Monster. 2-1 mit Eide, die Rennbahnfahrerin. Wenn sie ein Fahrzeug bemannt, erhält das Fahrzeug bis zum Ende mit Eide. Sie hat aber noch kein Fahrzeug, sie könnte gleich angreifen, bringt ihr aber in der Mauer nichts. Okay, Wirbelräuberin. Natürlich kriegen wir ja mehr Artefakte. Das wissen wir noch aus dem ersten Match dieser Kampagne. Ja, der hier kommt unter Stack. Das kommt auf Stack. Ich will vielleicht Länder haben. So, dann... Nee, den Effekt will ich gerade noch nicht. Mit dem kann ich geblockt werden.
war ganz interessante Musik. Ich würde sagen, wir greifen mit beiden an. Wir haben ja genug Blocker, falls wäre. Mal sehen, ob es blockt. Ja, sie blockt. Kriegt aber einen Schaden. Unser Kartenspeicher stirbt. Jetzt hat sie mal wieder kein Monster. Wir haben 21 Lebenspunkte, aber die mit der Lebensverknüpfung. Und sie 16. Hier das Land. Und ein Fahrzeug, großer Trampelschaden, 6-1. Und muss dummant werden. Bringt dir also in dem Zug gar nichts. Aber Trampelschaden ist nicht ohne. So, Insel. Und ich würde sagen, die Spings, weil die Spings das nie verkehrt. Dadurch können wir eine Artefakt auf die Hand nehmen. Was nehmen wir denn? Wir können die Starmauer nehmen. Veganer vertraut, wenn er spielt, kriegen wir 2 Lebenspunkte. Wenn er stirbt, eine Karte ziehen. Oh, ganz nett. Klingentopf, da fliegen und Eide, den haben wir vorher durch die Hälfte gesehen. Was haben wir denn noch? Noch eine Sphinx oder die fallende Kampfmaschine? 5, 7 und Patriziere. Ich glaube, ich nehme den Klingentopf da. Fliegen und Eide ist eine schöne Kombi. Und die Meisterin der Marionetten kommt unter das Deck. Ja, wir haben im Moment keine Länder auf der Hand. Tja, da sie im Moment kein Monster hat, weil sie ihr Fahrzeug bemannen muss, würde ich sagen, wir greifen mit allen an und machen ihr ordentlich Schade. Wir haben ja trotzdem noch 2 locker. So, wir haben auf jeden Fall 22 Life Points durch Erzehren. Und sie hat nur noch 11. Wirkt doch im Moment sehr gut. Im Moment sieht es nach einem Sieg aus. Aber wir wissen, nicht unterschätzen, gerade bei 40 Münzen nichts. Okay, sie beendet, sie konnte nichts machen. Was haben wir bekommen? Den Schmugglerkopter. Fliegend. 3-3. Immer wenn er einfach der Block, kann wir eine Karte ziehen. Dann müssen wir aber auch eine Karte abwerfen und wir können ihn bemannen. Erster Schwingkopter. Gegen Fliegen und Eile. So, die Bubblerer waren noch unter das Deck, wir haben kein Land in der Hand. Aber da wir jetzt mit allen angreifen können, außer der Mauer, sieht es hier zappengrößer aus. Ich glaube, wir haben gewonnen, zumindest hier ordentlich Schaden gemacht. Nein! Schicksalsfällige Machtprobe. Mit einer Kreatur, der einem Spieler so viele Schadenspunkte zu wie Karten auf der Hand hat. Ich muss da alle Karten abwerfen und einer und Karten ziehen. Ja, aber sie kann trotzdem. Sie hat unsere Sphinx zerstört. Sie kann trotzdem ordentlich schaden. Sie konnte Schaden nicht verhindern. Sie hätte gerade unter anderem die 10 Siegner. Ja, 3 Lebenspunkte noch. Das wird jetzt ihr letzter Zug, wenn sie nichts macht. Wir haben 23. Das war gerade ein Verzweiflungszug in meinen Augen. Es hat sie gerettet, aber mehr, der Feindlichkeit, ja. Ich krieg jetzt hier einen Servo. Einen fliegenden Servo. Und nochmal die Rennbahnfahrer wieder. Ja, Eile hat. Sie könnte jetzt auch das Fahrzeug bemannen, theoretisch. Sie greift aber nicht an. Okay, das waren also jetzt nur. Das war jetzt nur ein paar Leute, sich zum Schützen holen. Wir haben ein Land gespielt, Wirbelräuberin, das heißt. Mehr Fliegende. Ja, das kommt aufs Deck. Und das kommt unter das Deck. Wir kriegen ja ein Land. Den können wir auch noch spielen. Der Mann bringt aber nichts, weil er hat keine Eile. Mord. Oh, Mord kommt auch aufs Deck. Mord könnte praktisch werden noch. Weiß nicht, ob wir ihn brauchen, aber er könnte praktisch werden. So, ich würde sagen, wir greifen nochmal mit allen an. Wir haben 5 Monster, sie hat nur 3, sie kann nicht alles abfangen. Ich fürchte, ihre Glückssträhne ist gerade vorbei. Sie kann nicht alles abfangen. Sie wird auf jeden Fall Schaden kriegen. Auch wenn wir ein paar Monster verlieren.
Ja, sie kriegt zwei Schaden, sie hat noch einen Lebenspunkt. Ja, das ist jetzt definitiv ihr letzter Zug, sie hat keine Monster mehr auf dem Feld. Wir haben zwar auch Monster verloren, aber es ist eigentlich egal. Wir haben vier Blocker. Das sieht für vier sehr gut aus. So, der Mord. Ja, den Mord brauchen wir gar nicht. Wir könnten jetzt unser Fahrzeug ummannen, das brauchen wir aber auch nicht. Sie hat nicht. Das heißt, mit allen angreifen. Ja, hier. Ich hätte ja gerne dich gespielt und versucht, dich Macht zu verhindern, aber das wurde nicht. Da konnte sie jetzt gerade überhaupt nichts gegen uns machen. Das heißt, in dem nächsten werden wir dann noch 50 Münzen durchgehen. Minus 9 Lebenspunkte, Texeret hat gesiegt. Und mal gucken, ob wir überzogen haben. Das Duell ging jetzt sehr schnell. Ja, wir haben überzogen. Okay, weil der nächste Part wird ausfallen, aber egal, wir haben zwei Duelle gewonnen. Von zweien. Der nächste Part wird ausfallen. Wir haben ein bisschen überzogen. Egal, es war ein guter Part. Und wir schauen mal, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Dann auf 50 Münzen Duell. Alter, nicht aus dem Spiel rausgehen, einfach so. Mag ich. So, erneut verbinden. Ich habe mich gerade hier Internet verbunden. Trotz ihres Einfallsreichtums und ihrer Erfahrung ist Pia als Erfinderin dem mächtigen Metallmagier Tetzeret nicht gewachsen. Nee, sie war gerade überhaupt keine Gegnerin. Tetzeret gewinnt die Oberhand und ist im Begriff, Pia mit einem tödlichen Treffer auszuschalten. Voller Entsetzen halten die Zuschauer, die die ernste Lage erkannt haben, den Atem an. Ja, ihr erkennt früh den Ernst der Lage. Vorher waren sie noch ekstatisch nach dem Befreiheit. Okay, 50 Münzen-Duelle und das sieht aus, als würden wir dann gegen Tetzeret spielen und gegen doofen Bahn. Das wird sicher nicht einfach. Aber das dann beim nächsten Part, der dann am Mittwoch sein wird. Vielen Dank fürs Zuschauen natürlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immerhin zwei Duelle gewonnen. 1840 Münzen im Store war sehr gut. War auch der erste Versuch der Folge. Das heißt, sie ist nicht abgeschmiert. Das ist auch sehr schön. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dahin, Freunde. Gehabt euch wohl.